willkommen zu Lanz kocht hier im Zweiten. Und heute ein sehr, sehr schönes Motto, denn es geht um Köche. Und Köche sind im weitesten Sinne auch Schichtarbeiter, und zwar buchstäblich oder auch im übertragenen Sinne. Und heute wollen wir mal ein bisschen schichten und mit dem ehemaligen Schichtarbeiter Horst Lichter auch mal darüber sprechen, wie es tatsächlich ist, auf Schicht zu sein. Also, hier sind sie zunächst mal. Hier ist Horst Lichter, hier ist Mario Kotaska, Johann Lafer, Ralf Zacherl und Sarah Wiener. Hallo, schön, dich zu sehen. Ja, servus. Ja, alles gut. Mein Ding ist untergefallen. Ja, ist. Ich muss rückwärts nach hinten gehen. Du weißt warum, ne? Weil ich heute wieder meine Leggings tragen muss. Hast du das beobachtet? Nee. Das ist ganz schlimm, diese Hose. Horst, hast du schon mal so eine Hose getragen? Sag mal. Ja, aber da war ich A, wesentlich jünger, und B, war es ein Fest, wo alle kostümiert waren. Ja. Das ist ganz schlimm. Diese Leggings macht mich fertig. Aber gut. Ja. Aber sie steht dir. Von hinten siehst du wirklich sehr attraktiv aus. Genau, von hinten eben nicht. Längere Haare würde ich mir Gedanken machen. Ja. So, also, wir reden heute über Schichtarbeit. Schön, dass ihr alle da seid. Kochen ist ja sozusagen nicht nur bei dem, was wir jetzt heute tun, Schichtarbeit. Wir haben uns vorgenommen, das eine oder andere übereinander zu schichten. Sondern auch tatsächlich, ne? Köche sind Schichtarbeiter, Mario. Oder gehe ich da zu weit? Ja, es kommt immer darauf an, was für eine Form von Restaurant oder Gastronomie man betreibt. Aber so klassischer Frühdienst, so mit Frühstück, Mittagsgeschäft, dann kommt das Abendgeschäft dazu. Das kann man ja nicht irgendwie kontinuierlich durcharbeiten. Da gibt es dann verschiedene Schichten, ja klar. Und ihr habt da teilweise Zeiten, von denen ich weiß, da wird es dann auch richtig hart. Also wenn du ganz früh ran musst oder auch sehr spät nachts dann noch arbeiten musst, ist anstrengend. Also ich habe Gott sei Dank den Vorteil, mein Laden hat nur abends geöffnet. Aber wir fangen trotzdem um die Mittagszeit an, weil mein Restaurant ist halt super, super klein, mega kleine Küche. Und bis dann die ganzen Abläufe halt stimmen, da muss das halt geordnet ablaufen. Aber ich bin sehr froh, dass ich auch in der Ausbildung nie habe Frühdienst machen müssen, weil so ganz früh aufstehen ist irgendwie nicht mein Ding. Und es gibt also Kollegen, die fangen, glaube ich, schon nachts um 4:30 oder um 5 an. Ja. Das ist Johann, hast du mal Frühschicht gemacht in deinem Leben? Also als Koch muss man eigentlich jede Jahreszeit der Küche kennen, weil, oder Tageszeit der Küche kennen, weil ich finde, man muss immer dann arbeiten, wenn die Menschen frei haben. Und das ist auch sehr oft natürlich dann beim Frühdienst oder Nachtdienst, gibt es auch, habe ich auch gemacht. Mhm. Also, so Roomservice nachts, wenn so einer anruft um 2 Uhr nachts, ich hätte gerne auch so Club-Sandwich, große Freude. Nachtschwester Lafer hier mit Roomservice, ja. Große Freude. Ja. Wobei es sich ja für euch wenigstens dann irgendwann mal ausgezahlt hat, fällt mir dieser herrliche Udo Lindenberg-Titel ein. Roomservice wird mit U und H geschrieben. Ja, Roomservice, ja. Zumindest in eurem Fall ist das so. So, Horst Lichter ist bei uns. Wir fangen direkt mal an auf der Vorspeisenposition. Horsti, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Auch sehr. Ah, ja. Gut. Horst. Ja. Du hast auch tatsächlich im Bergbau auf Schicht gearbeitet, ne? Richtig, ich war 10 Jahre im Bergbau. Das heißt Früh-, Spät-, Nachtschicht im Kohlabbau. Das war richtig schön. Und ich muss sagen, am liebsten habe ich gemacht, ich glaube, die Nachtschicht. Weil du musst nachts nicht schlafen und tagsüber nicht arbeiten. Du hast richtig mal aber Zeit, ja? Nein, das war ja, ein blöder Spruch, den haben wir uns immer selber erzählt. Ja. Nein, am schlimmsten war eigentlich der kurze Wechsel. Und am meisten gehasst habe ich tatsächlich die Frühschicht. Weil in der Frühschicht, wir haben morgens um 5 Uhr abgelöst. Das heißt, man musste da sein 4.30 Uhr. Das heißt, aufstehen 3.30 Uhr, weil gut frühstücken musste immer sein. Dann bist du mittags nach Hause und du warst wirklich tot. Wirklich tot. Spätschicht war immer deswegen dumm, vor allen Dingen im Sommer oder wenn schönes Wetter ist. Das heißt, man hat ein bisschen länger geschlafen, hat in Ruhe gefrühstückt, ist mittags hingefahren, hat die ganze schöne Tageszeit auf der Arbeit verbracht. Ich meine, gut, da hat man nicht viel von erlebt dann, weil wir mussten ja auch arbeiten. Und abends um 22 Uhr hatten wir Feierabend und dann war auch jede Grillparty durch. So, wir verbringen jetzt den heutigen Abend gemeinsam und wir wollen übers Essen reden, übers Kochen reden und wir wollen auch da schichten. Und du hast uns eine Vorspeise mitgebracht, die unter dem schönen Titel steht, Strammer geht's nicht. Ja. Was ist das?
Ja, strammer Max ist ja bekannt. Ja. Ja, was ein strammer Max ist, weiß, glaube ich, jeder. Was kaum einer weiß, ist, wo der strammer Max herkommt. Na? Darf ich das sagen? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ja sowieso den Ruf weg, ne? Obwohl ich ja gar nicht so bin. Kommt von 1920 in etwa und kommt tatsächlich aus dem Sächsischen. Und man hat das wirklich und tatsächlich und ehrlich abgeleitet von dem erigierten Geschlechtsorgan des Mannes, habe ich mich jetzt schön ausgedrückt. Sehr. Warum? Ja. 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 Weil es halt einfach eine sehr kräftige Speise war. Das heißt Brot, Schinken, Ei, schön gebraten. Und das war was für den Mann, wo du sagst, mein Gott, das ist aber mannkräftig. Das heißt, es kommt aus dem Sächsischen und auch aus dem Sächsischen. Also je nachdem, wie man es gerade schreibt. Ja, obwohl, ich bin eigentlich gar nicht so. Ich weiß auch nicht, aber hier werden mir immer so viel Vorbilder gegeben. Aber es war ein Kunde. Ja. Ich habe das hier auch. Also 1920 und es hat tatsächlich damit zu tun, irgendwo in Sachsen erfunden. Dein strammer Max, den du jetzt hier machst, wie sieht der aus, Horst? Ja, der hat damit gar nichts mehr zu tun. Weil ich habe mir gedacht, als erstes ein schönes Bauernbrot. Das wird nachher noch ganz kurz angeröstet. Mhm. Dann habe ich einen sehr schönen Lachs in den Backofen gelegt. Eine ganze Seite. Gewürzt mit Salz, geschrotetem Pfeffer, mit ein bisschen Zitronensaft. Den lasse ich jetzt schön angehen. Dann mache ich eine Kressecreme. 160 Grad? Sie stellen gleich aus. Okay. Ich habe ja Vorspeise, deswegen muss ja zackig gehen. Richtig. Dann mache ich eine Kresse-Meerrettich-Creme. Ja. Und dann wird nachher geschichtet. Da kommt erst das Brot, da kommt diese Kresse-Meerrettich-Creme drauf. Dann kommen Tomatenscheiben drauf, Frisee-Salat, der Lachs oben drauf. Und dann mache ich noch ein schönes Rührei. Und dieses Rührei, also nicht wie beim strammen Max, ein Spiegelei. Mhm. Und das wird mit Kondensmilch gemacht. Weil dann ist das Rührei so richtig lecker. Und dann oben drauf noch mal ein bisschen frische Kresse und gut ist. Ist sehr lecker. Erinnert mich. Ist eine Menge Zeug, ne? Ja, ist eine Menge Zeug. Ja. Erinnert mich. Erinnert mich so ein bisschen an die Art und Weise, wie du Erdbeeren isst. Frische Erdbeeren. Ah. Ja. Muss ich erklären. Ja, von der Lehrzeit an, weil wir durften die frischen Erdbeeren nicht klauen, weil hat der Chef immer gesagt, die sind teuer. Dann haben wir uns immer heimlich eine frische Erdbeere in die Hand, dann Zucker drauf, bis die Erdbeere weg war. Bis sie nicht mehr zu sehen war. Genau. Ja. Dann, ja, falls der Chef reinkommt. Ja, so, dann obendrauf frisch geschlagene Sahne, bis du keinen Zucker mehr siehst. Und dann, so wie es ist, mit der Hand in den Mund. Oh. Ja, müsst ihr mal ausprobieren. Ist zwar Sauerei, aber das ist sowas von lecker. Ja, das machen wir gleich mal mit deinem strammen Max hier. Wollen wir das auch mal ausprobieren. Herrlich. Also. Horst Lichter und wir freuen uns über einen Gast, den wir schon lange nicht mehr bei uns hatten, nämlich Mario Kotaska. Mario, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Moin, moin. Moin, moin. Und Mario macht uns heute gefüllte Jakobsmuschel auf Selleriepüree. Genau. Ja, lecker, lecker. Das geht eigentlich auch relativ schnell. Ich fange jetzt als erstes an, habe mein Selleriepüree hier drüben schon mal angesetzt. Dafür habe ich in Butter Schalotten angeschwitzt, Sellerie klein gewürfelt, mit einer Prise Zucker, Salz, Muskat und ein bisschen Pfeffer gewürzt, mit Weißwein abgelöscht und jetzt ist das Ganze mit Brühe bedeckt und gart hier mehr oder weniger im Schnellkochtopf unter so einem kleinen Druck, also auf Stufe 1 werden wir ihn laufen lassen, damit er richtig schön weich wird. Nachher nehmen wir ihn raus und wird das ganze Ding püriert mit Creme Fraiche. Das ist so die Basis. Und die Muschel werden wir schichten, das heißt, wir werden sie erst klein schneiden, dann werden wir sie füllen. Riesen-Oschi hier, ne? Das sind so noch relativ kleine Muscheln, sagen wir. Die gibt es also auch, ja, die gibt's so, das auch noch größer. Kommt ja alles weg hier. Das drumherum muss man leider alles abmachen. Ja, und wenn man das jetzt mal so sieht, das ist das, was man nimmt. Und wenn man so die erste Muschel, dann mal so, also von der Größe her, so sieht es ja richtig viel aus. Und das ist halt das, was übrig bleibt. Ja, ist schon ein bisschen wenig, ne? In der Tat. Und die Dinger werden wir dann ganz, ganz klein zerschneiden. Werden sie dann mit eingelegten Trüffel, ich wollte eigentlich gerne frischen Trüffel haben, aber ist jetzt schwer zu kriegen. Gibt es jetzt einfach gar nicht mehr. Ja. Man muss jetzt wirklich wieder warten, bis dann die Wintersaison ist. Man kann sich dann natürlich behelfen mit einem eingelegten Trüffel, den man vielleicht in einer schönen Ochsenbouillon mit ein bisschen Portwein und Madeira eingekocht hat. Da legen wir dann eine Scheibe dazwischen, klappen das Ganze dann wieder zusammen. Und wenn es dann mit Schweinenetz fixieren, Schweinenetz? Ja, das ist hier drüben, das sieht so aus. Zeig mal. Damit uns das Ganze dann halt nicht beim Braten Schwein, also das ist wirklich das, was es
Das ist das Schweine, zu sein verspricht. Das ist Schweinenetz. Und da drin sind im Prinzip, wenn man sich jetzt so das ganze Schwein vorstellen würde, es wird zerteilt. Darin sind die Innereien eingepackt, damit die nicht mit dem eigentlichen Fleisch in Berührung kommen. Horst, schon mal gesehen sowas? Das Schweinenetz? Ja. Ja. Also damit kann man ganz tolle Sachen machen. Aber die erste Erlebnis, das muss Sarah Wiener noch wissen, war beim großen Promi-Grillen. Da haben wir beide uns kennengelernt. Genau. Da wollte sie einen Fisch im Schweinenetz machen. Ja. Was die Arme aber nicht wusste, war, wie groß der Fisch war, den man ihr angeliefert hat. Genau. Weißt du noch, wie du da standst und dann kam das Schweinenetz, hat es schön aufgespannt und da kommen die an mit so einem Fisch. Ja. Wirklich, die haben so den Fisch getragen und die Arme stand da und die Sendung lief ja nur eine, ich weiß nicht, eine Stunde. Ja, das heißt, das Schweinenetz war gar, aber sonst auch nichts. Ja. Hast du, Horst, weißt du, Johann ist ja, Johann, du bist ja so ein Freund, ne, von Jakobsmuscheln. Ja, mag ich ja nicht. Ja, ich bin ja, mit Jakobsmuscheln habe ich es nicht so, Horst. Wie ist bei dir mit Jakobsmuscheln? Nee, ich auch nicht. Die haben einen ganz speziellen Geschmack. Es gibt Menschen, die lieben genau diesen Geschmack. Und ich muss sagen, ich habe es ein paar Mal probieren dürfen, hier von den wirklich berühmten Kollegen, die ja mit Lebensmitteln sprechen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also... Nee, ich weiß es nicht. Sind aber die richtigen, die riecht mal. Ja, aber die riechen nicht. Genau. Genau. Die sind topfrisch, ja, top, ne? Absolut gut. Riechen überhaupt gar nicht. Ich werde sie jetzt, nachdem ich sie jetzt hier erstmal von allem drumherum befreit habe, noch ein bisschen abwaschen. Weil die Muschel bewegt sich ja am Meeresboden, indem sie auf und zu klappt. Da kann also noch so ein Sandkörnchen drin sein. Da wollen wir nicht unbedingt draufbeißen. Und die so unangenehm riechen, Johann, auch, da gibt es auch diesen unangenehmen, beißenden Geruch. Ja, wenn das kommt von Konservierungsstoffen, ne? Ah, das ist auf jeden Fall so, dass diese Muscheln, die man dann selbst auslöst, eigentlich nach gar nichts schmecken. Genau. Tun sie auch. Die sind komplett neutral und ich muss sagen, wenn einer sagt, es schmeckt irgendwie extrem, dann glaube ich, hat er noch nie richtig Jakobsmuschel gegessen, weil Fisch, Jakobsmuschel schmecken eigentlich komplett neutral. Sind eher so, ich sag mal, leicht süßlich. Ja, leicht süßlich. Ja. Haben wenig Eigengeschmack eigentlich. Streiten sich auch die Geister, sage ich mal immer, wie man sie jetzt richtig brät. Also die einen sagen, sie müssen ganz blass gebraten werden. Mhm. Der nächste sagt, sie muss richtig kross gebraten werden, also fast schon verbrannt. Jetzt in dem Fall, weil wir sie mit diesem Schweinenetz ummanteln. Das Schweinenetz hat den Vorteil, wenn es jetzt dann gleich in das heiße Fett kommt, das verbrät im Prinzip, sodass es halt wirklich nur dafür da ist, um sie ganz, ganz einfach die Füllung innen drin zu behalten. Und wenn ich sie so naturbrate, dann brate ich sie eigentlich relativ kross. Also ich brate sie relativ dunkel. Okay. Zeig uns das gleich mal, wenn das reingeht. Ja, würde mich mal interessieren, was da mit dem Schweinenetz passiert. Also, Maria Kotowska, meine Damen und Herren. Und wir freuen uns über den Besuch von Johann Lafer, den ich zunächst mal gerne fragen würde. Johann, so ein Schnellkochtopf, ne? Setzt du sowas noch regelmäßig ein? Also Schnellkochtöpfe sind ja völlig aus der Mode gekommen, ne? Leider. Ja, aber das muss man sagen, nur in möglicherweise in Deutschland, aber in zum Beispiel Amerika und so ist dieser Pressure Cooker total im Trend. Die Leute lieben das Gerät, weil man natürlich da bestimmte Dinge sehr schnell machen kann. Ich sag mal, ein Gulasch zum Beispiel, ein Wadenfleisch, was sehr sehnig ist, da drin gekocht, schmeckt einfach total lecker, weil nämlich der Druck das Fleisch total mürbe macht. Also es geht wirklich gut zu kochen. Es gibt viele Dinge, die man drin machen kann. Und warum ist es denn dann bei uns so? Außer, wer hat hier einen Schnellkochtopf zu Hause? Hände hoch bitte. Meistens. Ja, ich würde mal sagen Hälfte, Hälfte, oder? Ein bisschen schade, weil man hat einen weiteren Vorteil, wenn man mit dem Schnellkochtopf arbeitet. Man arbeitet halt im geschlossenen System und alles, was man reingibt an gerade mal Gewürzen, Kräutern, das bleibt halt alles auch da drin. Und wir reden ja immer auch von gesunder Ernährung. Ich kann halt die Garzeit verkürzen und dadurch habe ich halt auch einen erhöhten Vitamingehalt da drin. Nur leider kann man die Vitamine immer nicht messen. Rosa gebratenes Rinderfilet, wenn das durch ist, weiß das jeder, dass es durch ist. Aber es kommt ja auch so ein bisschen auf den verantwortungsvollen Umgang mit dem Lebensmittel drauf an. Und hier, finde ich, ist es eigentlich relativ zeitgemäß, mit dem Schnellkochtopf zu arbeiten. Wobei Ralf neulich so schön sagte bei uns in der Sendung, das Problem am Schnellkochtopf ist, du weißt nie, was da drin wirklich passiert. Richtig. Ja, und du brauchst ein bisschen Mut. Also, das ist ja klar. Ich meine, wenn der Deckel drauf ist, kann ich jedes Mal nochmal nachschauen, nochmal rumrühren. Aber also ich muss dann. Im Fall kann was passieren? Gar nichts kann passieren. Ja, also. Es kann nichts passieren. Das möglicherweise verkocht oder möglicherweise roh, aber sonst passiert gar nichts. Also. Gut, okay. Ja, aber das wäre dann schon schlimm genug im Zweifel. Ja, so, Johann, du kochst uns heute mediterranes Lammschnitzel auf Crostini. Genau. Sozusagen also, geschichtet. Lammschnitzel auf Crostini. Genau. Das klingt super. Also, Lammschnitzel, einfach Lammfilet, ja? Ich habe hier also Lammrücken, da rausschneiden wir eine schöne Schnitzel. Dann habe ich hier schon mal angebraten Zucchini-Scheiben in einer Grillpfanne und auch Auberginenscheiben. Ganz kurz, also dass sie schön gegart sind, sieht man hier.
Dann brät hier vorne auch die Paprikaschote noch in der Pfanne. Das Ganze wird nachher gut abgeschmeckt mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und so weiter. Und ich mache jetzt hier so ein Pesto aus gedrockneten Tomaten, Oliven, Olivenöl, genau, Bienenkernen, etwas Pfeffer, Knoblauch, Tomatenmark. Das wird jetzt ganz fein gemixt. Mhm. Und dann muss ich das so vorstellen, dass ich diese Brotscheiben hier, das sind Ciabatta-Brotscheiben mit Knoblauch im Ofen gedrocknet. Das sind dann unsere Crostini, genau. Ja? Richtig, die werden dann bestrichen mit der Paste. Dann kommt das Gemüse drauf, Salat. Die Lammschnitzel, wie der Salat, also wie so ein Durm, wie ein Hamburger gemacht, aber mit ganz dünnen Scheiben aus Fleisch und aus Gemüse. Herrlich. Klingt also absolut großartig. Denn du hast die Pinienkerne, ne? Ja. Pinienkerne. Pinienkerne angeröstet, genau. Genau, anrösten. Und manchmal werden die ganz dunkel, manchmal nicht natürlich, je nachdem, wie lange man sie drin lässt. Ja, das ist was klar. Ist denn sozusagen wünschenswert? Dass sie braun sind. Nein, aber wie braun? Also ja, aber ich meine so mittelbraun. Die dürfen halt nicht so wie hier. Ja. Was ist braun? Was ist braun? Naja. Braun ist ja. Hellbraun, Ocker, ja. Sandfarben. Das ist jetzt braun. Ja. Also bei mir zu Hause werden die schwarz meistens. Das sind Röststoffe. Also man sieht einfach hier, dass die leicht braun sind und gleichzeitig auch geröstet sind. Also meine sind meistens dunkler. Dann hast du sie möglicherweise zu lange in der Pfanne oder im Ofen gelassen. Man kann die auch früher rausnehmen. Welche Temperatur? Ja, die Herdplatte war heiß. Da will ich raus mit der Sprache. Merkst nein, aber ich meine, welche Temperatur? Mittel, also am besten geht es im Backofen bei 150 Grad. So, das ist doch mal eine Aussage. Ja, Entschuldigung, wieso mussten wir so lange warten, bis wir sowas endlich mal vom Star-Koch hier zu hören kriegen? Ich habe geglaubt, dass du den Fehler kapierst. So. Ja. Okay. Oder, Horst? Ja, ja, ja. Ist doch wahr, oder? Ja, geht mir ständig so. Ja. Weißt du, du kennst das aber, ne? Ich würde die Geheimnisse von ihm ja auch alle kennen, aber ja. Das ist immer der Moment. Am Anfang habe ich ja noch gedacht, er bückt sich so, weil er das verehrt, was er macht. Nein, er versteckt das vor neugierigen Augen. Und zwar von wenn er da durchsteht. So sieht es nämlich aus. Ja. Probier mal hier. Das ist ein ganz leichtes Tomatenpesto, ja? Ja. Wir kennen das ja immer mit dem ganzen... Mit diesen mittelbraunen Pinienkernen. Nein, wir kennen das zum Teil mit Basilikum, das ist jetzt hier Tomate. Deines Tomatenpesto. Selber gemacht. Tomatenmark. Überhaupt? Ja. Schon? Schon gut. Also Horst, das brennt nochmal nach. Muss man probieren? Ja, das ist gut. Das ist, so ein scharfes. Das ist gut. Das öffnet die Atemwege großräumig, muss man sagen. Nein, pass auf. Ich finde so ein Sandwich, ja, so ein Sandwich mit so vielen Sachen, muss schön pikant gewürzt sein. Das schmeckt langweilig. Mhm, sehr. Hast du... Johann, sag mal, was hast du denn da alles drin? Also, das ist schön pikant gewürzt. Ja, das sind Tomaten, Tomatenmark, das ist Knoblauch, das ist Olivenöl, Bienenkerne, Salz, Pfeffer und ganz wenig Chili. Ganz wenig. Ein Hauch von Chili, meine Damen und Herren. Ja, ist man, ich sag mal so, Horst. Ja. Also, wir werden uns heute nicht mehr näher kommen mit diesem Zeug hier. Nee. Ist das vorbei mit? Das sehe ich schwarz. Abwarten bis zum Ende. Du müsstest auch ein bisschen was davon essen, dann wäre da noch einiges drin. Ist da so viel Knoblauch drin? Nein. Also so, man ist nicht mehr so richtig sozial geländegängig, würde ich mal sagen. Ja. So, Johann, ich freue mich auf jeden Fall auf dein Essen. Ich auch, es schmeckt lecker, ehrlich. Ja, auch ohne ehrlich. Es schmeckt super. Es ist super, wirklich. Ja. Nein, das Essen wird mit Sicherheit lecker, weil der Johann hat das auch schon so, also ich kann mir das, ich schmeck's schon fast. Also hast du schon mal bei Johann schlecht gegessen? Ich habe, seitdem wir uns kennen, Johann, hier in dieser Sendung, Horst, du kennst ihn auch noch von Laferlichter Lecker. Ich kenne Johann mal länger, ja. Ja, schon mal schlecht gegessen? Also, also ich habe einmal gesehen, wie Johann versucht hat, schlecht zu kochen. Ja. Das geht nicht. Das kann er nicht. Weißt du, das ist so, als wenn du einmal Fahrrad fahren kannst, dann fährst du auch besoffen. Ja. Das ist Johann. So, und jetzt auch etwas, Jungs, von dem ich weiß, dass du es sehr magst. Pass auf, Ralf Zacherl macht uns... Nee, warte, lass uns mal die Überschrift von dem Gericht ist ja... Also, geschichtet. Nee, ist ja an sich Blut und Leber. Blut von deinem Gericht? Ja. Okay, und jetzt? Ja, und du wolltest das andere vorlesen, ne? Weil ich finde, Blut und Leber klingt einfach so... Die meisten Leute dann immer sagen, um Gottes Willen. Ja, ja, Blut aber, und Leber ist gut. Das klingt ein bisschen spektakulärer. Ja, finde ich auch. Ne? Ja. Absolut. Ja. Da fällt mir viel ein. Das Schweigen der Lämmer, Hannibal Lecter, alles Mögliche. Blut und Leber. Ne? Große Missverständnisse, ne? Ja. Ja, seit Hannibal Lecter glauben ja viele bei Studentenfutter, das wäre was anderes. Ja. Du weißt noch, als wir beide im Kloster gesessen haben, weißt du das noch? Das weiß ich noch sehr gut. Da saßen wir im Kloster und er wollte mir aus seinem bewegten Leben erzählen, ja?
Okay. Und dann komme ich abends in sein Zimmer da rein. Ja? Also eine ganz spartanische, karge Ausrüstung. Ja? Es hängt im Wesentlichen eigentlich nur ein Kreuz an der Wand. Ja, den Flachbildschirm habe ich nicht gefunden. Er sitzt da drin und liest in so einem ganz dicken Buch. Und ich sage, Mensch, das ist toll, der Lichter liest in der Bibel. Was hast du tatsächlich gelesen? Hannibal Lecter, Hannibal der Lämmer. Ja. Eine schöne Geschichte damals. So, Blut und Leber. Ja. Auf der einen Seite, also wir machen eine glasierte Kalbsleber mit einem Kartoffel-Knoblauchstampf und gebackener Blutwurst dazu. Und Blutwurst ist super. Ne? Und das ist wirklich total lecker. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber das ist, ich finde es immer total schade, weil ich meine, wenn ein Tier stirbt, ja, da gibt es ja nicht nur Keule und Rücken und Filet, sondern ich meine, in dem Tier steckt ja Leber, da ist Herz dabei, da ist alles Mögliche dabei. Und gerade, dass die Leute alle keine Leber essen, finde ich halt echt schade, weil auf der einen Seite wenig Kalorien, hohen Eisenanteil, hohen Zinkanteil, relativ wenig Fett, Eiweiß drin. Also wirklich so, es ist ein tolles Produkt. Ich glaube, ja, ich war. Leber. Es ist wirklich ein tolles Produkt. Du machst keine Leber, ne? Ich bin absolut einverstanden mit dem. Aber ich musste als Kind, bin ich gezwungen worden, Bäuschel zu essen. Bäuschel? Das ist Lunge, Herz. Super lecker. Oh. Ja? Ja. Da sind die Lirteln drinnen, also die Speiseröhre klein geschmuggelt. Ich war Vegetarierin und seitdem Innereien ist wirklich schwierig das bei ist mir. Hart. Das ist hart, ja. Obwohl ich richtig finde, dass es schade ist. Es ist günstig und wir verarbeiten das alles als Hundefutter, anstatt was Köstliches draus zu machen. Ne? Das ist wahr, danke. Ja. Ist wahr. Also gerade Leber, wobei natürlich schon nachvollziehbar, oder? Johann, du isst sowas sehr gerne, ne? Auch Blutwurst. Ja, sehr, sehr, sehr mag ich. Also ich bin da unkompliziert. Ich mag solche Dinge wirklich gerne, ich esse alles. Horst, du auch? Was ist bei dir mit Leber und Blutwurst und solchen Dingen? Also Blutwurst esse ich sehr gerne, auch gebraten sehr gerne. Leber, bin ich ganz ehrlich, mag ich nur so, wie Mama die gemacht hat, aber da kriegen die Kollegen immer Pickel. Und zwar hat Mama die Leber so durchgebraten, dass die so trocken war, aber dabei Kartoffelpüree, Sonnenberg, geröstete Zwiebel und Apfelmus. Dann ist das geil. Aber so durchgebraten, dass du die... Ja. Also die haben sie wirklich durchgebraten gegessen und wir hatten in der Lehre einen Geselle, der hat die immer roh gegessen. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, rohe Leber. Du, ich war gerade in Nordgrönland unterwegs, da saß ein Herr auf so einem kleinen Boot und ich dachte, Mensch, mein Gott, was hat der denn so vampirmäßig? Dem lief hier alles so raus. So, so. Und dann greift dann so eine Plastiktüte rein, rohe Robbenleber. Oh, und, der bot sie mir dann an und sagte, nimm mal, ist noch warm. Sag, nee, lass mal. Aber das ist alles eine Kulturfrage, ja, ne? Absolut. Und hat die natürlich bewahrt vor so schlimmen Krankheiten wie Skorbut und ähnlichen Dingen. Also Leber ist was Feines, wenn man es mag. Leber, ja, wenn es so aussieht, ist eigentlich fertig. Also diese ganz kleinen, die kann man auch drin lassen, die stören nicht groß. Die größeren sollte man rausschneiden. Ja. Und man sollte Metzger halt immer sagen, dass er auf jeden Fall schauen sollte, dass die Leber immer gleichmäßig geschnitten ist. Ja. Also, warum ist das so wichtig? Naja, weil das Problem ist, die ist jetzt fast doppelt so dick wie das rechte Stück. Und das ist natürlich dann beim Braten schwierig, weil die dünne ist dann so ein bisschen zu weit, die dicke ist noch ein bisschen zu groß. Und das hier wirklich perfekt. Diese enge Hose platzt mir jetzt weg hier. Das ist geschnitten schlecht. Mach das nicht nochmal, Johann, bitte. Schmeiß ich nochmal was runter. Okay. Und das war's eigentlich schon. So, und Blutwurst, ne? Ist ja eine ganz alte Wurst. Ist die älteste, soweit ich weiß. Genau. Weißt du, seit wann es die gibt? Haben Sie eine. Horst, Blutwurst. Die kann ich dir sagen. Die gibt's also, ich weiß bloß, dass Blutwurst bei uns im Dorf jedes Mal wieder frisch gemacht wird. So alt ist sie nicht. Johann, sag mal, Blutwurst. Also, sag mal, pass auf. Gibt es. Ich sage dir, dass es die mit Sicherheit schon bei den Römern gab. Ja, ist richtig. Bei den Römern gab sie schon. Also gibt es tatsächlich seit der Antike, bereits in der Antike wurde sie von den Kriegern auf dem Schlachtfeld angeblich zubereitet. Und ja, auf dem Schlachtfeld, das passt ja dann auch. Ne? Blutwurst, ja. Und da hat man auch um die Wurst gekämpft. Das Preisgeld war ein mit Schweineblut und Fett gefüllter Schweinemagen. Oh! Die alten Griechen. Sind wir jetzt schon ein paar Jahre weiter. Glücklicherweise. Ja. Also, wir freuen uns auf deine Blutwurst. Ich persönlich sehr, weil ich das sehr, sehr gerne mag. Ralf Zacherl, meine Damen und Herren. Und wir schauen uns mal ganz kurz an, was uns Sarah Wiener heute Schönes macht. Aus der Abteilung
Geschichtetes. Es war ja zu erwarten, dass irgendwann mal das Stichwort Lasagne fällt, ja, wenn es um Geschichtetes geht. Und ich finde, das klingt toll. Süße Lasagne mit Bolognese aus Waldfrüchten und einer Bechamel aus Äpfel und Birne. Ist es so? Ja. Super. Ja, du bist ja nicht Alfons Schubeck. Der dann... ändert. Ja, genau. Alfons ändert ja seine Rezepte kurz vor der Sendung, am Beginn der Sendung und während der Sendung nochmal. Ja. Nein, ich bin bei der Lasagne, bei der Süßen geblieben, weil das sich beim Thema Schichtdienst einfach anbot, finde ich. Also Lasagne ist der klassische, die Schichtspeise. Und absolut. Ich habe wirklich also tatsächlich Lasagneblätter genommen, ja? Die erstmal ein bisschen vorgekocht, reingelegt in eine Kokotte und dann Heidelbeeren, also Blaubeeren mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Stärke, ja, kompottmäßig gekocht. Das ist jetzt was anderes. Das wird dann meine überbackene Käsecreme. Es ist eine Weinschaumcreme, die dann drüber kommt und die ich dann noch abflamme. Und dann habe ich noch ein aus Äpfel, Birnen, Sahne, ein bisschen Mascarpone, ein bisschen Pfefferminz, ein bisschen Zucker, eine Art Bechamel gemacht. Okay. Und dann habe ich das jetzt schon drinnen gehabt. Also es ist leider schon alles passiert, weil es muss ja wie eine richtige Lasagne durchziehen. Sag mal. Okay. Und das ist richtiger, normaler Lasagne-Teig. Ja. Gekauft, selbst gemacht? Von Tim Melzer geklaut? Nein, es ist eine nicht selbstgemachte, aber ein gekaufter selbstgemachter, also frisch gemachter, sagen wir, hausgemachter. Okay. Ja, also das sind nicht die typischen Lasagneblätter, sondern du kannst doch Lasagneblätter frisch kaufen, das ist jetzt frischer. Ich hätte mich jetzt auch überrascht bei dir. Ich habe neulich den Fehler gemacht, fertiges Kartoffelpüree zu kaufen. Das war der Fehler meines Lebens. Ja. Das ist grauenvoll. Das kannst du zum Abdichten benutzen. Ja, ich weiß gar nicht, warum du sowas kaufst. Boah, wirklich, das war grauenvoll. Vor allem Kartoffelpüree ist doch so einfach selber zu machen. Wir werden ja für blöd gehalten, wenn niemand jemanden zutraut, Eier, Milch und Mehl zusammenzurühren und dann hat man seinen Pfannkuchenteig. Ja. Sondern da muss man das aus der Tube drücken. Was muss da drinnen sein, dass der noch nach einer Woche mit frischen Eiern haltbar ist? Also ja, das ist entweder wahr, sind da keine frischen Eier drin. Oder weißt du, als Mann ist man da natürlich manchmal ein bisschen überfordert. Also, Sarah, beim Abflammen sind wir dann gleich dabei. Ja? Schauen wir uns an, weil ich nämlich höre, dass der gute Herr Lichter fertig... Oh, schau dir das nochmal an, Horst. Pass auf, bevor du hier... Oh, das sieht aber gut aus hier. Mario. Das ist das Netz hier, Wir sind jetzt soweit vorbereitet. Ich habe die, wie gesagt, nur ganz, ganz, ganz knapp eingepackt. Hier unten ist im Prinzip so die Verschlussseite. Okay. Und auf der werden wir es dann gleich anbraten. Halt mal ganz ruhig, damit man das auch wirklich zu Hause mal sehen kann. So kann man das sehen. So. Dazwischen ist der Trüffel. Und jetzt überlappen wir das ganz, ganz, ganz knapp. Und werden es dann direkt auf dieser Verschlussseite anbraten. Dadurch zieht sich das Netz zusammen. Okay. Und das gibt dann der ganzen Muschel so den Halt, dass die Füllung da drinnen bleibt. Herrlich. Da bin ich echt sehr, sehr raffiniert. So, Horst, du bist soweit, oder? Ich bin jetzt soweit. Schichtarbeit. Schichtarbeit. Strammer geht's nicht. Genau, und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also ich sag mal so, zum Thema Anrichten, Johann, ist Horst heute ganz weit vorne. Ehrlich? Ja. Ja. Also ich finde, ja. Ja, ja. Ich finde... Aber die Herren werden sich nachher beschweren, wie man das wieder essen soll. Weißt du, und ich würde mal sagen, am besten mit Messer und Gabel. Ja. Ne? Aber du wirst schon auch langsam kompliziert, ne? Das merkt man schon. Ja, so, weißt du, es gibt so Momente, wo ich mir denke... Benutz doch mal das, was du bei den anderen gesehen hast. Ja. So, und das hilft tatsächlich. Ich bin ja immer wieder begeistert, was die Jungs und Mädels für Gedankengänge haben, wenn es um Essen geht. Ja, Vorsicht, das fällt hier, das Ei fällt hier runter. Ei fällt runter? Ja, es muss aufpassen. Wobei ich sagen muss, das ist im Grunde die konsequente Weiterentwicklung eines legendären Gerichtes, das wir hier von dir in der Sendung auch schon gesehen haben, nämlich Lachs mit Toast. Oh, das war aber ganz toll. Lachs mit Toast. Ganz toll war das. Da habe ich ja Lachs genommen und Toast. Und dann oben drauf gelegt. Ja. Ja. Und das ist im Grunde hier. Ja. Ich erinnere mich noch gut dran. Das war wirklich legendär. Woran ich mich aber am besten erinnern kann, sind die Kritiken der Kollegen. Ja.
Ja. Die waren ganz toll. Das ist jetzt im Grunde die konsequente Weiterentwicklung von Lachs mit Toast. Alfons hier war und erklärt hat, dass man Toast ohne weiteres mit Lachs essen kann. Ja. Und das mit einem Unterton, der mir heute noch in den Ohren wehtut. Ehrlich. Genau. Das war schon spannend. So, noch ein bisschen abgeriebene Zitrone drüber und dann können die Jungs probieren. So, was hast du jetzt gemacht, Horst? Also Lachs, den hast du ja da bei 160 Grad, haben wir gesehen, kurz... Ja, einmal kurz Dampf gegeben. Dampf gegeben, aber nicht zu lange. Nicht zu lange, hoffe ich. Und selbst wenn, dann soll es so sein. Aber sag mal, das kannst du doch mit der Hand essen, oder nicht? Das kann man mit der Hand essen, Kann man doch mal einmal so reinbeißen, oder nicht? Im Grunde wie deine Erdbeeren. Wie meine Erdbeeren. Möchtest du mal? Nee, bei mir ist das Problem mit dem Schnäuzer. Danach muss ich duschen gehen. Ja, das macht doch nichts. Kommt ihr mal zusammen? Sehr gerne. Horst, komm jetzt. Einmal wie deine Erdbeere. Lass uns doch mal versuchen. Gibt's Rührei? Es gibt Rührei, mein Schatz. Geht nichts über Rührei. Warte mal, das hier gebe ich gleich. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr bücken, um was aufzuheben, weil dann ist meine Hose hinüber. Ja. Ach du Scheiße. Komm jetzt. Moment. Oh, das sieht aber gut aus. Schwer soweit. Komm näher. Das ist Rührei, oder was? Oh. Und was sagst du? Ist gut? Komm am besten mit der Hand. Aber wenn ich schon mal sagen darf, darf ich mir auch schmeckt das richtig lecker. Ja. Muss man aber relativ schnell, sonst sapscht das Brot so durch, ne? Nee, das Brot war in Butter in der Pfanne und ist schön kross gebacken. Okay, jetzt pass auf. Also. Lecker. Aber lecker, ne? Oh. Da ist Meerrettich drin, ne? Ja, weil frischer Meerrettich rein. Stell dir mal vor, du sitzt draußen, die Sonne knallt von oben, das ist das geil. Das Meer rauscht. Das Meer rauscht. Die liegt neben dir im Liegestuhl, die du gerne hättest. Sarah. Ach so. Ne? Und Sonnenuntergang. Und das Beste ist, man hat wenig an, weil dann saugt man sich auch nicht so ein. Ja. Ja. Kannst du gleich duschen gehen. Ja. So. So wie Johann gerade, ne? Oh. Johann, wie schmeckt's dir denn? Das ist wirklich schwierig zu essen. Ja. Johann. Ich habe selten hier eine schlechtere Vorspeise gegessen. Ehrlich? Was? Ich finde die richtig gut. So, hast du das gehört, Ralf? Wie bitte? Er hat gerade gesagt, er hätte hier selten eine schlechtere Vorspeise gegessen. Eine leckerere. Er hat gesagt, schlechtere. Nein, eine leckere. Lecker. Ah, leckere! Leckere. Dann haben wir aber alles falsch verstanden. Cool, super. Danke schön. Ist gut, ne? Ja. Ganz fein. Also. Ich muss sagen, wirklich, also die Kombination ist gut, ja? Pasta, Lachs. Gut, man hätte es ein bisschen kleiner machen können. Ja, ne? Aber warum? Da wäre ich es ja nicht gewesen. Ich finde, das schaut doch sehr schön aus. Na, kann man noch hübscher machen. Stell dir mal vor, du machst das halb so groß. Auf einem schönen Teller, handbemalt. Ja. Du würdest Klavier spielen, Sarah dazu tanzen. Für dich. Das würde ich machen. Was spiele ich dann für dich? Also jetzt mal ohne Quatsch. Der Kerl kann Klavier spielen, jetzt ohne Quatsch. Das ist eine Sensation. Ich habe es auch mal probiert. Da hat er Klavier geschrien, das möchte wieder ein Baum sein. Ja. Und wieder Wurzeln geschlagen. Ja, Wurzeln geschlagen. Also ich bin zufrieden, wenn es den Kollegen so lecker schmeckt. Mario, was sagst du? Was sagst du, Mario? Das ist toll. Ich meine, das ist ja, so ein Kräuterrührei mit Lachs oder sowas hat vielleicht mal jemand gegessen. Also das ist eh schon mal eine tolle Kombination. Wenn man es natürlich dann so optisch toll anrichtet, dann hast du dieses knusprige Brot noch zwischendrin, dann wieder diesen tollen Quark, dann gerade der frische Meerrettich gibt dem ganzen Ding so ein bisschen, wie sagt der Alfons immer, Speed? Speed. So ein bisschen, gibt's so, ein bisschen Speed. Ja, genau. Das gibt dir richtig lecker. Alfons sagt immer, weißt, es gibt dem Meerrettich ein bisschen mehr Persönlichkeit. Was? Ja, Johann? Was ist auch mit dir passiert? Was hast du gemacht? Ist so leicht. Aus welchem Kochbuch? Aus dem von Johann oder aus dem von Alfons hast du das geklaut, Horst? Ich muss schon sagen, da ich ja mit Johann im einen Hotelzimmer uns teile, muss ich schon sagen, hat er mich extrem beeinflusst. Im Extrem, weil er spricht im Schlaf. Spricht er mal gerade. Ganz toll. Finde ich super. So. Das ist halt auch deshalb so toll, weil das eine vollwertige Mahlzeit ist. Da ist Protein dabei, da ist Fischeiweiß dabei, da ist Ei dabei, alles, da ist Salat, da ist Tomate, da ist Brot dabei. Das ist eine vollwertige Mahlzeit, von dem her attraktiv präsentiert. Und ich finde genau den Meerrettich, den brauche ich auch. Absolut. Ich auch. Aber so einen Schlag auch nicht zu viel, sondern nee, ist genau richtig. So.
Und jetzt, meine Damen und Herren, Horst, komm noch mal mit. Ja. Wir begrüßen zunächst mal unsere zwei Küchenschlachtgewinner. Herzlich willkommen bei uns hier in der Sendung, nämlich Inge Wolf und Mandy Hohmann. Ja. Hast du mit einer der Damen gekocht? Ich habe nicht mit einer der Damen gekocht, aber ich war an dem Tag Juror und bekam dann irgendwann mal so eine Inspiration und Johann war so ganz hin und weg und da hieß es, Mensch, Horst, ich glaube, ich gehe mal Blumen holen. Und da habe ich so einen schönen Strauß Blumen geholt. So, und das schauen wir uns jetzt mal an, was dann passiert ist. Ja. Pass mal, wir haben das vorbereitet. Du hast jetzt was Wichtigeres. Du hast was Wichtigeres vor, bitte. Ja, ich koche jetzt weiter für dich. Also Geburtstag habe ich erst im September. Okay. So. Ja, mein Schatz, ich denke, wir haben schon lang ausgewiesen, dass wir ein super Team sind. Ja. Wir haben zwei wunderbare Kinder. Wir haben das verflixte 7. Jahr überstanden. Ich denke, wir haben eine wunderschöne Zeit miteinander verbracht. Wir haben auch schwere Zeiten überstanden. Und ich denke, das ist der würdige Rahmen heute. Und ich möchte dich fragen, ob du meine Frau werden willst. Auf jeden Fall, sehr gerne. Anfang Februar. Ja. Und ihr seid noch zusammen. Das wollen wir schon mal festhalten. Wir haben alles noch gut überstanden. Ja, ja. Ja, sehr gut. Aber schöne Idee, oder? Ja, doch quasi ja spontan. Na, so richtig spontan. Haben die euch reingequatscht? Du hast die reingequatscht, ne? Innerhalb einer Viertelstunde haben wir einen Blumenstrauß besorgt in der Sendung. Ja. Wirklich? Und ich habe ihm nur... Das heißt, er wusste am Beginn der Sendung nein, auch nicht, dass er heiraten will. Nein, auch nicht. Ich habe es wusste. Ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt diesbezüglich was machen möchtest, sag jetzt einfach, oder wackel mit dem Kopf, ja? Er hat gewackelt, ich habe die Blumen besorgt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Genau so war es. Okay. Also, das heißt, wenn es mal eng wird, können Sie ihn verklagen, ja? Ja, er hat sich ja bereit erklärt, das Menü zu machen. Das machen wir nach dem Hochzeitsmenü, genau. Weil das ist ein Geschenk an uns. Ach, das so. Das auch noch. Verstehe. Aber schön, oder? Ja. Und ihr lasst euch jetzt mal schmecken, bitte schön. Wir können ja mitkommen. Was ist das hier? Das ist ein Horst, Dankeschön. Horst, du musst bitte noch mal kommen, glaube ich. Das ist jetzt dein Thema. Es geht um Eierlikör. Ich würde gerade mitkommen. Vorne ist was vorbereitet. Ach, vorne ist was vorbereitet. Ja. Aha, okay. Ja, weiß ich auch nicht. Horst, wir können auch direkt wieder vorgehen. Es ist alles warum? Vorbereitet. Aha. Vorsicht, Mann, Vorsicht. Ja. Wir haben ja überlegt, wie wir uns bedanken können bei unseren zwei Liebesboten. Gute Freunde lädt man ja zum Essen ein, da haben wir gedacht, das macht sich bei euch beiden vielleicht nicht so gut. Deswegen habe ich selbstgemachten Eierlikör mitgebracht. Ui. Er ist, glaube ich, nicht so gut wie Sarah ihrer. Der hat, glaube ich, die hat, glaube ich, schon mal einen Preis sogar für ihren bekommen. Ist das wahr, Sarah? Hast du preisgekrönten Eierlikör gemacht? Ja. Im Fernsehen bei einer Show haben wir alle gekocht gegeneinander und da musste war eine Aufgabe Eierlikör zu machen und ich habe die höchste. So, Eierlikör ist so lecker. Oh Mann, wie hast du den gemacht, Mandy? Ja, das wird nicht verraten. Das ist ein geheimes Familienrezept, ja, was ich noch ein bisschen verbessert habe. Ja. Ich lasse euch erst mal kosten alle und dann. Gut, aber dann. Wir wollen das Rezept hören. Das Schöne ist, man kann den ja auch mit so einem 80-prozentigen Wodka machen. Strohrum. Ja. 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 Man kann den noch mal verfeinern. Ja, das ist wahr. Ralf, komm, Eierlikör. Mario. Es ist jetzt, mir fällt das jetzt ein bisschen schwer, Horst. Erstmal auf die Mandy. Auf Mandy und auf ihren Mann natürlich. Mann dazu. Ja. Wobei, Horst, du weißt, wir beide haben eigentlich Eierlikörverbot in der Sendung. Ne? Wir haben eigentlich Eierlikörverbot, ja, weil wir waren mal mit Eierlikör so gut dabei. Ja, wir zwei, ne? Ja, dass wir wirklich die Sendung, also ich weiß gar nicht, hat die irgendwann aufgehört? Ich weiß nicht mehr, du weißt das jetzt. Alles Gute für euch beide. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Zum Wohl. Also, macht's euch gemütlich, ihr werdet gleich weiter Dankeschön. Mit Essen versorgt. Ja. Und wenn wir seltsam wirken hier vorne, bitte kein Eierlikör mehr nachschicken. Ja? Das wäre ganz wichtig. Oh, eins willst du noch. Ich bin auch fertig. Mhm. Feine Tröpfchen. Boah,
Das ist, pass auf, jetzt muss ich noch mal genau ablesen hier. Dein Lars ist weg. Das sieht schon mal granatenmäßig aus, Johann. Schau mal hier. Ja, weißt du, was passiert ist allerdings? Weil wir eben diese eine Muschel noch mal demonstriert haben. Mhm. Und ich habe die so knapp mit dem Netz eingepackt. Und hier hat genau das eine Netz nicht mehr die Spannung gehalten. Es war nicht mehr genau verschlossen. Okay. Und dann geht die halt beim Platzen auf, beim Braten auf. Deshalb lassen wir die weg, schmecken tut es genauso. Aber hier ist dann in den Stücken drin, ist halt genau sensationell aus. Unsere gefüllte Jakobsmuschel auf Selleriepüree. Wow. Genau. Sieht toll aus, ne? Und gefüllt mit Trüffel. Mhm. Wow. Wow. Ich glaube, ich muss meine Meinung über Jakobsmuschel noch mal ein bisschen überdenken. Ich weiß nicht mehr, wo es das Besteck hier gibt. Ich war so lange nicht mehr hier. Das ist jetzt irgendwo anders, ne? Genau. Was hast du denn da für ein Süßchen? Das ist Nussbutter, Portwein, Madeira, ein bisschen Fond und dann die ganzen Abschnitte von dem Trüffel hier mit reingerutscht. Ja. Eingekocht, eingekocht, eingekocht und dann so ein bisschen drum rumgetröffelt. Die kannst du ja weglassen. Pass auf, ich nehme mir das Ding nicht. Ich bin gespannt, ob du überhaupt die Muschel jetzt, ob sie dir überhaupt schmeckt. Du, ich glaube, wegen dem Trüffel machst du allein die Muschel gar nicht mehr schmecken. Nee, doch, doch, doch. Doch? Wegen dem Eierlikör. Ich zopfe jetzt noch ein bisschen hier in das Söschen rein. Ansonsten hätte Herr Lichter gerne noch ein Eierlikör. Ja, oder? Mario, dieses Krosse, ne? Diese krosse Geschichte. Was haben wir da noch mal im Mund? Das Knusprige hier, ja, das ist Panko. Das ist so ein asiatisches Paniermehl. Das haben wir ein bisschen Salz und Butter geröstet. Weil zeig ich finde, mal. Es soll zeig auch immer so ein bisschen. Ich finde es ja schön, wenn immer so ein bisschen noch so ein Kontrast da ist. Und in dem Fall hast du jetzt eigentlich was richtig Weiches, also das Selleriepüree. Also der ist Löffel, weich, der da drin liegt, ist nicht Teil des Rezepts. Das ist wichtig für Sie zu Hause. Und dann halt noch mal so ein bisschen kleiner Knusper dazu. Was war das? Das ist Panko. Hm? Panko-Mehl. Panko-Mehl ist stark. Kann man das so? Ja, ne? Das ist halt der Nachteil, wenn man eingelegt Wiener Schokolade hat. Das ist gut, frischen, ne? Das ist auch lecker. Sehr lecker. So. Das ist der Unterschied zwischen ihm und mir. Ich hätte das schon als fertiges Essen verkauft. Ja. Das ist sensationell. Was, wie hast du das genau gemacht? Ja, kost mal. Also, das ist jetzt ein Ding, da habe ich eines gar nichts dran gemacht. Das kann man so kaufen. Panko-Mehl? Panko. Im Asialaden. Im Asialaden. Ja. Und dann habe ich einfach nur Butter warm gemacht, habe die leicht nussig werden lassen, die Brösel da rein und eine Prise Salz dazu und fertig aus ist die Maus. Bin ich ja froh, dass in Rommerskirchen an jeder Ecke ein Asialaden ist. Ja, mhm, ja, in Rommerskirchen ist es vielleicht nicht so problematisch. Boah, ist das gut. Ja. Johann, wie schmeckt sehr dir lecker. Du hast eine ganze Portion geklaut. Ja. Da kann man nicht dazu, außer sagen, lecker kann man nichts sagen. Respekt, ne? Mhm. Ja. Und die Jakobsmuschel wird gut weg, ne? Sagt lecker, lecker und schaufelt sich seine eigenen Rühreier hier rein. Du. Ja, ich kann nicht dafür, weil mir schmeckt das Rührei noch besser. Ich kann nicht dafür. Ich mag Rührei. Ralf, ja, hast du probiert? Ja. Und? Ja, sehr lecker. Super, ne? Das ist eine wunderschöne Kombination. Sieht optisch toll aus. Wow. Und natürlich durch die Brösel hast du einfach nochmal genau diesen Kick, dass darf du noch mal ein was Lustiges dabei hast. Wer von Ihnen hätte Lust auf diese Jakobsmuschel? Hallo. Oh, das waren jetzt zu viele. Aber das ist eine limitierte Anzahl hier, aber es kriegen auf alle Fälle unsere Gewinne. Gibt es nur eine limitierte Auflage? Ich komm gleich mal vorbei, ja? So. Mario, machst du noch mal eins fertig? Ja, unbedingt. Mario, komm jetzt hier die. Wenn jemand besonders nett guckt, wird er sie kriegen. Wo ist die Reibe hier von dem? Für Sie ein kleines Pikolöchen zwischendurch. Haben Sie Lust auf ein Getränk? Ja? Cool. Johann. So, jetzt pass auf, jetzt habe ich hier die ganzen Sachen, die ich gebraten habe. Das Brot mit Knoblauch, das Tomatenpesto, das Lammfilet, das heißt Lammrückenfilet in Scheiben geschnitten, Basilikum, Wahnsinn, das Gemüse, alles geschichtet. Ich habe die letzten beiden Scheiben hier mit Tomatenpesto eingestrichen. Wow. Horst, schau mal, du bist ja da. Da oben drauf. So. Ja. Jetzt kommt da oben drüber die. Also man kann, glaube ich, gesünder nicht essen, weil es ist wirklich alles absolut frisch. Und jetzt tut man auch oben drüber mit einem Sparschäler noch etwas Käse drüber hobeln. Weißt du, worüber ich gerade glücklich bin? Mediterranes Lammschnitzel auf Crostini. Ja, worüber bist du glücklich? Ich bin gerade richtig, ja, ich bin unglaublich glücklich, Entschuldigung, ja, weil das sieht natürlich schöner aus als meins.
Aber es ist noch unhandlicher zu essen, ja. Johann. Ich wollte gerade sagen, nicht nur Horst passt sich an Johann an, sondern auch umgekehrt, genau. Also von der Portion her. Aber sieht geil aus. Ja. Wow. Oh, da kommt noch was oben. Ich wollte gerade sagen, der hört überhaupt nicht wieder auf. Es ist so eine moderne Pastrami-Version. Wow. Oh, die Leber riecht aber lecker. Also besser kannst du das Motto nicht umsetzen hier des heutigen Abends. Ich habe hier Tisch dabei. Ja, mit Basilikum. Wow. Okay, also essen müsst ihr jetzt ja selber. Das kann ich nicht für euch. Da würden wir uns opfern im Zweifel, Johann. Ja, genau. Aber Johann, wie? Wobei, wie isst man sowas? Ja. Wie man das isst man einfach mit Messer und Gabel. Und mit einer gewissen Respektlosigkeit auch einfach. Warte, ohne Skrupel. Ich mache jetzt hier Platz. Dann könnt ihr hingehen. Heute Messer und Gabel, entschuldige. Okay, pass auf. Ja. Hast du alles schon, Sarah? Ja. Hier, fang. Danke. Dankeschön. Als optischen Traum, ne? Ja, unglaublich. Aber wie ist er wirklich? Ja. Ich möchte ihn nicht kaputt machen. Ja, eins lassen wir übrig für die beiden Gewinner da. Es ist immer schwierig, das als erstes das Werk zu zerstören. Also, das Ralf ist gerade beschäftigt. Komm, trau dich. Ist wie die ersten Schnitter im frischen Schnee. Ich traue mich nicht. Eins nehme ich jetzt weg. Eins nimmst du uns schon wieder weg. Ah ja, jetzt haben wir uns gerade so gefreut. Ich teile es vielleicht in der Mitte, dann steht es vielleicht ein bisschen mehr. Durch den Teller, ja? So, ich halte das mal hier fest ein bisschen. Es ist so ein Essen für Liebespaare. Man braucht die Hilfe des Partners. Also wenn du bei meinem schon nichts anhattest, dann muss sie hier aber auch noch rasiert sein. Ja, vielleicht, oder? Oder mittig, hier so. Ja, einfach mal so durch, oder? Na, Johann, genau. So, jetzt habt ihr ihn. Komm, hier habt ihr jetzt. Ich hab's gehört, was er gesagt hat. Ich hab's auch gehört. So, bitte sehr. Das hat jeder gehört. Ich nicht. Was kann ich essen? Was Unanständiges. So. Ach so, und jetzt ist es noch schwierig, weil das Brot so groß ist, dass es auseinanderspringt. Ich hätte was für dich hier drauf. Ich nehme mir das hier, so, warte mal, ich habe das hier nicht gerade so schön sortiert. Ich traue mich gar nicht. Jetzt möchte ich ganz gerne wissen, ob das zu scharf ist. Es ist aber schon gehaltvoll, ne? Hast du das gesehen eben? Das war schön, ne? Wie Johann hier hinten so rumtigert und sagt, jetzt möchte ich aber wissen, ob das zu scharf ist, Freundchen. Ich suche einen Teller. Nein, ist es natürlich nicht. Johann, es ist herrlich. Ja, frisch. Super. Ja. Oh. Sommerlich. Also Johann, das schmeckt ausgezeichnet. Muss ich schon sagen. Lecker. Sieht wunderschön aus. Ja. Mm. Und da wünsche ich mir nur, es gibt ja so Tiere, die können den Unterkiefer aushängen beim Essen. Weißt du, wenn du den so aushängen, aushängen, dann reinschieben und dann weg. Ja. Aber sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie die Küchenschlachtgewinner das essen jetzt. Ja. Aber da kann beim Essen so viel schief gehen, dass sich die beiden gleich wieder scheiden lassen. Da muss man aufpassen. Ach, das ist, hey, das ist lecker. Also ist super. Sarah, komm, wie schmeckt? Sehr gut. Ich finde es eine tolle Idee. Also, es ist ja eigentlich auch nichts weiter als ein sehr edles Sandwich. Aber für jeden ist da ja was dabei. Mhm. Toll. Oh, lecker. Das wollte ich gerade sagen, weißt du? Und ich mag dieses Fleisch. Das ist auch jeder. Genau. Genau. Auch keiner kriegt auch diesen Trümmer mit Zahnstocher oder ohne im Mund. Beschwert sich auch keiner drüber. Das ist optisch top dargeboten. Geschmacklich sowieso und das muss halt irgendwie beim Kauen einfach sich im Mund vermengen. Ich finde es auch mutig, dass er Kresse mit Basilikum mischt und mit einer scharfen Chilisauce und mit Paprika und mit Zucchini. Also und trotzdem schmeckt das. Super, finde ich auch. Ralf, hast du probiert zwischendurch mal? Ja, natürlich habe ich probiert. Oder bist du so mit deiner Leber beschäftigt? Ja, denkst du, ich lasse mir das entgehen? Natürlich habe ich probiert. Nein, es ist wunderbar. Es ist natürlich... ja, man muss natürlich genug Hände da haben für die Schichtarbeit am Schluss, weil ich meine, das möchte ich alleine nicht in meiner Küche für 12 Leute machen, weil ich glaube, bis das letzte Sandwich fertig ist, ist das erste schon... falsch, das war für 12. Ja. Okay. Also Johann, großartig auf jeden Fall. Ich denke, es schmeckt und bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Hier schmeckt. Also. Aber hier interessante Kräuterkombination, ne? Was Sarah eben sagte. Erklär das nochmal, wieso packst du das so zusammen? Was hast du da alles? Kresse? Also Basilikum hat eine gewisse
ausgewogene Geschmacksrichtung und die Kresse hat eine gewisse Schärfe und beides hebt sich miteinander auf. Ich finde Kresse und Basilikum zusammen passt sehr gut. Auch beim Pesto. Ab und zu mal so viel Kresse reinmachen, hebt das Ganze nochmal. Okay. Machst du Pesto, Kresse rein? Ganz wenig nur. Um einfach nur so diesen viel Geschmack zu haben. Genau. Großartig. So, jetzt gehen die beiden von mir. So. Die Hochzeit. Jetzt passt doch mal auf hier. Habe ich dich erwischt? Nein, das ist alles gut. Alles. Du, wenn die Hose hinüber wäre, ich wäre jetzt nicht so traurig. Ja. Das ist hier die Blutwurst, ne? Das ist die Blutwurst. Die gerade im Anbau steht. Genau. Ich will ja nichts. Ein lecker Bierchen. Nee, Duchs. Ein Bierchen hättest du? Duchs auf ein Bierchen. Mit zum Bierchen? Ja, ja. Okay. Ja. Johann auch. Ne? Johann, wir möchten noch Mario, ein Bierchen. Bierchen. Sarah schüttelt Rotwein. Den Kopf. Schüttelt sich. Rotwein. Sarah, Rotwein. Ein bisschen Rotwein. Also wir bräuchten 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin fertig. 5 Bier. Und ein Gläschen Rotwein. Ja, sehr gut. Nee. Das nehmen wir doch. Fleur de Sel bräuchte ich nochmal bitte. Ja. Oh, Fleur de Sel. Früher haben wir Salz genommen. Man darf auch Salz nehmen. Damals. Früher war sowieso alles besser. Wobei manchmal war es auch einfach nur früher, muss man auch sagen. Es war halt früher. Ja. Es war halt früher. Obwohl, Johann hat letztens 14 Millionen Jahre altes Wüstensalz gehabt im Glas. Das glaubt er einfach. Das war auch nur noch haltbar bis 2016. 16 Millionen Jahre alt, das Zeug. Ja. Guck mal hier hoch. 16 Millionen Jahre alt. Ich guck drauf. Haltbar bis 2060. Hui. Dann wurde noch Zeit, dass er dann kommt. Großartig. Entschuldige. Aber ist gut, der Salz. Wer dich kennt, braucht keine Freunde mehr zu haben. Nein, Johann. Komm, der Salz ist wirklich cool. Lecker. Okay. So. Warum steht das da drauf? Du musst das auch vorschreiben. Warum bist du bis 2016 haltbar? Du musst manchmal Minderheits... Es gibt eine gesetzliche Vorschrift, dass bestimmte Lebensmittel einfach niederhalten. Ja, aber wenn das Ding 14 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte überstanden hat, dann ist doch Wurst. Hätte ich draufgeschrieben, 2099. Ja, oder? Da können Sie noch vererben. Beim Leberbraten noch eine Geschichte vielleicht. Also, ja. Wir haben Sie ja kurz angebraten, haben Sie dann am Schluss glasiert. Und wenn man sie natürlich da so zwischendrin stehen lässt, dann deswegen am Schluss erst salzen. Dass er halt nicht anfängt, zäh zu werden. Ja, und sonst wird er ja auch alt, ne? Ja, ganz genau. Ja. Das ist ja beim Salz, muss man heutzutage ganz schön aufpassen. Ja, absolut. Ratzfatz ist es kaputt. Das ist im Übrigen ist wirklich ein Wahnsinn, oder, Johann? Was wir uns teilweise so an denkt ihr auch da manchmal drüber nach, was so an Vorschriften alles da ist, was man an guten Lebensmitteln teilweise wegschmeißen muss, wo du sagst, Mensch, das kann doch jeder noch essen. Ist also das sind die Dinge, man kriegt ja hier Post darüber, ob hier Reste sind und ob die weggeworfen werden. Wenn man mal überlegt, im Restaurant hat man viele Reste. Da muss ich jetzt einfach mal erzählen. Wir hatten jahrelang im Restaurant einen Bauer bei uns aus dem Dorf, der eine große Schweinezucht hatte. Und der kam jeden Abend, kam der diese Reste holen. Bis es verboten wurde. Wir kriegten dann auf einmal Lebensmittelrestetonnen. Die wurden aber nur einmal die Woche gewechselt. Das heißt, im Sommer waren die wunderbar, da musstest du die Tonnen festbinden. Ja. Ja, jetzt kommt aber der Knaller. Dann wird das Zeug abgeholt, dafür musst du bezahlen als Restaurant. Dann wird es aufgekocht und dann wird es dem Bauer verkauft als Schweinefutter. Ist wirklich wahr. Die haben einen an der Waffel. Ja, wenn es wenigstens der Waffel wäre. Aber ist es bestimmt nicht, weil die ist ja dann auch nicht mehr haltbar. Ist auch nicht mehr haltbar, Okay. So. Jetzt können wir probieren? Sehr gerne. Komm, hau rein. Können wir probieren? Ja, gerne bitte. Also nochmal. Erstmal optisch. Gut. Toll. Eine Eins. Also Leberwurst mit Kalbsleber. Oh, super, super, super. Püree super. Und Apfelscheibe, ja? Ist ehrlich gesagt. Ja. Ich wäre schon glücklich, wenn ich nur ein bisschen von der Blutwurst probieren dürfte. Sarah, isst du Blutwurst? Egoist. Nicht so gerne, ne? Das ist echt ein hartes Essen. Wenn Sarah gleich kostet. Sarah, dann ess es wie ein Big Mac. Also schau, dass du wirklich Apfel dabei hast, Püree dabei hast, Petersilie dabei hast, Blutwurst und ganz viel Leber. Aber also ich habe eine Leber angeschnitten und die ist ziemlich gut gebraten.
Welche ist das? Na, das beide, sag mal. Das, was ich aber merke, ja, ich habe schon so oft Leber hier probiert, dass mit der Zeit wird das wirklich, gewöhnst du dich auch dran an bestimmte Dinge. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Nein, nein. Ich meine, es fällt mir zusehends leichter, mal zu probieren. So, komm jetzt. Johann, du hast schon gegessen. Ja. Also, das ist einfach ein Klassiker. Da hat sich jemand mal vor vielen, vielen Jahren Gedanken gemacht, wie man Dinge kombinieren kann. Und Kalbsleber, Apfel, Kartoffelpüree und jetzt noch die Blutwurst dazu mit der braunen Soße. Das kann man einfach in der Zusammenstellung nicht anders und besser machen, oder? Stimmt. Das ist einfach klasse. Das ist super. Oder? Die Kalbsleber Berliner Art ist ja eine der großen Klassiker der deutschen Küche, kann man wirklich sagen. Es gibt nicht so viele Klassiker, aber das ist wirklich, glaube ich, im Norden und im Süden Deutschlands sehr beliebt. Das ist, glaube ich, jeder gerne, oder? Kalbsleber Berliner Art ist bekannt. Lecker. Doch. Aber schau mal, wir können ja auch als Köche, sag ich mal, die Lebensmittel nicht neu erfinden. Hier ist jetzt aber so ein Gericht, super dargeboten. Die Präsentation finde ich absolut toll und das spricht einen so an, dass man einfach sagt, jawohl, das muss eigentlich schon schmecken. Dann ist es mit Herz und Verstand gekocht und dann kommt einfach dann eigentlich immer was Gutes bei raus. Oh, guck mal, komm, zack. Bierchen, pass auf, Vorsicht. Und die Kunst ist aus meiner Sicht folgende, aus unseren bekannten Gerichten und Geschmack, den wir haben, was Modernes, Neues zu machen. Das ist, glaube ich, der große Zukunftstrend. Das ist jetzt natürlich die geniale Stelle, an der dieses Bier zu dieser Leber dazu kommt. Okay. Ne? Perfekt. Prösterchen, spitze gemacht. Schönes Ding. Danke, Sarah, wie viel Prost. Du hast recht gehabt, wenn man das so isst und nicht so dem Puren, wenn man das nicht so gewohnt ist, es ist wirklich gut. Es ist wirklich auch Leberessen für Anfänger, weil dadurch, dass ja die Soße besteht eigentlich nur aus Honig, Balsamico, ein bisschen Butter, dadurch hast du natürlich eine Süße und eine wahnsinnige Säure, was natürlich dadurch wird die Leber gar nicht so dominant. Ja. Also die wird nicht muffig. Und auch mit dem Kartoffelpü ist es natürlich auch ein tolles Essen. Und Kartoffelpüree kann ich auch. Ja. Also das ist halt, es gibt ja manche Leute, die kaufen es fertig, aber es geht wirklich ganz einfach, man muss einfach nur Kartoffeln kochen und Salz, Muskat, bisschen Butter oder Sahne oder Milch und es schmeckt einfach toll. Hm. Sarah brennt, Vorsicht, also meine Fackel hier. Das Blöde ist nur mal, vergisst so schnell, wie es schmeckt, ne? Weil es so schnell weg ist. Ja, man muss nur mal an. Ne? Ja. Sag mal, die Blutwurst, ne? Wie hast du die genau gemacht? Meliert und dann kurz gekauft. Ja. Also ich denke, so hat es der Mario gemacht. Genau, nicht anders. Ja. Blutwurstbraten kann ich. Kannst du, oder? Hast du drauf? Ja, mache ich bei mir im Restaurant am Abend. Aber es ist eine spitze Blutwurst hier. Ja, natürlich müssen immer die Produkte stimmen. Genau. Ja, wir können nicht diese Rückwärtsdeklination von wegen aus Scheiße Bonbons, das klappt nicht. Ja. Wenn das Produkt schlecht ist, dann kann nichts Vernünftiges dabei rauskommen. Okay. Und wenn es hier von Anfang an stimmt, dann ist eigentlich die Gewinngarantie mit dabei. Jetzt bist du ja schon wieder so langsam. Großartig. Ich bin ganz begeistert hier. Das ist ein großartiges Essen. Hast du fein gemacht. Das ist jetzt der Käse, das ist eigentlich eine Weißweinschaumcreme, die ich für einen Anklang für eine Lasagne so mache. Mhm. Ja, fertig, können wir probieren. Bisschen schwierig, wie bei jeder Lasagne, wenn man das schön rausheben will. Ne? Also, mach mal. Geschichtet ist das Thema heute. Ja, und das ist bei jedem Problem. Wie heißt dein Essen genau? Mein heißt Lasagne mit Sauce Bolognese von Waldbeeren, also in dem Sinn von Blaubeeren, mit einer Bechamel mit Äpfeln und Birnen und diese Schaumcreme oben und ein bisschen Mascarpone ist auch drinnen. Und ein bisschen Pfefferminze ist auch drinnen. Mhm. Lecker. Jetzt habe ich nicht mal. Haben wir nicht einen Schieber? Ja. Hier sieht es aus. Würde ich auch sagen. Guck mal, fällt mir jetzt echt schwer, von dieser Leber rüber zu gehen zur Süßspeise. Ja, die Leber, Ralf, wie hast du die genau gemacht? Nee, die ist bei dem Tier. Nur gesalzen?
ja. Nur gepfeffert, ja. Dann ganz leicht mit Mehl gestäubt, weil dadurch hat man dann später gleich es einfacher mit der Soße, weil dann bindet die gleich ein bisschen. Okay. Ja. Dann einfach relativ heiß angebraten, dann kurz raus aus der Pfanne, die Äpfel da drin glasiert, Honig, Balsamico, Butter dazu und dann einfach die Leber nochmal kurz in diese warme Soße und einfach nochmal so abglasieren. Kann man das nochmal ganz kurz zeigen, Ralf, komm mal her, komm mal bei mich bei. Vor 14 Tagen habe ich schon mal mit Ralf hier stehen dürfen und danach kam er raus und sagte, mein Gott, habe ich mich eingesaut. Jetzt guck mal. So, komm. Du bist aber dreckig. Ich habe auch gearbeitet. Ich ja auch. Lachs mit Toast, Deluxe. Also, Junge. Mario? Mein Bier ist leer. Was ist das hier? So. Aber liegt da Puderzucker, ja? Das sieht aus wie Kokosflocken, Mensch. Da ist ein Löffel. Bitte sehr. Danke sehr, Herr Laffer. Bis leer. Ich hau jetzt mal rein, ja? Ja, bitte. Ist es vielleicht Johann, du hast schon probiert? Bin dabei. Und? Wir möchten das später diskutieren. Wollt ihr euch noch an den Händen fassen vorher und... Und noch ein bisschen meditieren oder wollt ihr uns eure Meinung direkt kundtun? Ich sag schon mal auf Wiedersehen. Ah. Du musst weg, du musst auch weg. Nein, was ist los? Verbrannt. Heiß. Ah, Entschuldigung, nimm ein Stück Bier. Hier, komm. Ja. Nimm eine Lasagne. Ich dachte scharf. Sarah, zufrieden? Ich find's gut. Ich habe jetzt noch nicht richtig gekostet. Ich dachte, es wäre nicht so gut. Du dachtest. Ich find's besser. Ich find's besser. Ich glaube, das dachte Johann auch. Na, was? Hallo? Ja, leer gegessen. Du hast dich gerade so weggedreht. Nein. Ich hab mein Bier geholt. Ach so. Nee, also ich muss sagen, der Nachteil ist hier wirklich, dass es optisch nicht so gut aussieht. Ja. Das ist wirklich ein Problem. Also ich habe erst Stärke reingegeben, man kann das noch mehr binden und weniger Schaum, aber dann glaube ich, ist es nicht so gut, weil es dann, du dann wirklich auf dieser Stärke rumkaust. Deswegen lieber, ich finde immer Geschmack vor Optik. Also, ich würde jetzt eins vorstellen. Ja. Ja. Stimmt, ne? Aber du hast gesagt, hier raus essen wäre am besten gewesen. Was du sagst, stimmt. Aber es macht keinen guten Eindruck, wenn du ins Restaurant gehst und der Kellner kommt und sagt, okay, passen Sie mal auf, sieht nicht so gut aus, aber wird schon schmecken. Das kannst du vergessen, verstehst du? Also, du hast gleich gesagt, aus der Kokotte essen wäre der beste gewesen, nein, weil dann läuft es nicht so auseinander. Das wäre perfekt als Portionsförmchen. Kleine, runde Förmchen nehmen, da reinmachen, jeder bekommt ein Förmchen, dann ist es selbstverantwortlich, wie das nachher aussieht. Und den Rest erzählen wir dann nächste Woche. Ja. Die Sache ist, meine Damen und Herren. Sonst hättest du nicht diese Lasagne-Sache gehabt. Ja, im kleinen Körbchen. Die Birne kommt gut durch, ja, finde ich auch. Denkt man überhaupt gar nicht in dem Moment, dass da Birne drin ist, ja. Aber schmeckt super. Das einzige Nachteil ist, dass es nicht so gut aussieht. Aber es ist ein großes Kompliment, wenn der Dessert-Großmeister Mario Kotaska sagt, mir schmeckt es. Ja, ihr beiden, dran, hier, hier. Ihr beiden seid hier die Dessert-Großmeister, das weiß ich. Hallo Ferkel. So, komm, also, dann würde ich mal sagen, wir bedienen noch mal unsere Küchenschlachtgewinner. Ja? Ah, genau. Ich krieg noch was. Viel Glück für das weitere Gelingen. Ja. Wenn eine Ehe so beginnt, das kann ein gutes Zeichen sein, muss es aber nicht. Ja? Nein, wir wünschen euch alles, alles Gute. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Mario Kotaska, Ralf Zacherl, Horst Lichter, Johann Laffer und Sarah Wiener. Wir sehen uns in Kürze wieder. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.